Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute sehen wir dabei das Schiff T-22, den 5er Zerstörer, und haben hier eine 4er, 3er, 4er, 5er Runde. Der 3er Tenryu hat sich hier mit einem 4er gematcht und daher kam er auch noch rein, aber ansonsten eigentlich ein reines 4er, 5er Match. Ja, und jetzt geben wir mal Gas, denn Anfang ist ja natürlich ein bisschen Fahrt. Kennen wir ja, wissen wir ja. Und jetzt spottet er hier die ersten Gegner, aber noch passiert nichts. Normales Standard-Battle. Oh, und da ist er jetzt schon offen. Denn, ja, die Frage ist, wer spottet ihn hier jetzt gerade? Ah ja, okay. Da hat es erledigt. Die Kamikaze war der Freche. Hat aber sofort ein paar Hits bekommen. Nebelt sich da ein. Und er selber macht es noch nicht. Schießt jetzt mal ein paar Torpedos weg. Da hat er jetzt kurz sich erschreckt. Denn auf einmal ist sein Torpedoalarm da losgegangen. Aber sein Kamerad hat die da weit genug weggeschossen. Das war wirklich jetzt kein Problem für ihn. Auf jeden Fall ist da einiges an Gegnern. Also da wird es ihm definitiv jetzt mal nicht langweilig werden. Bei 5,7 Kilometer geht er auf. Da muss er aufpassen, dass er da jetzt nicht reinfährt. In diese Distanz. Passiert einem ganz schnell. Genau da ist es auch schon der Fall. Ich denke mal, da will er jetzt schnellstmöglich wieder abhauen. Um eben jetzt hier nicht zu lange vom Gegner anvisiert zu werden. Und wir sehen ja da oben rechts in der Mitte entdeckt, wer da alles auf ihn schon lurt und ein Auge auf ihn wirft. Aber die Torps, die kommen ganz gut. Die Kaiser könnte ein Problem bekommen. Und ja, ein Torpedotreffer und der zweite sitzt auch noch. Also das war ein satter Damage, denn drei Torpedos haben wir in Summe getroffen für 30.000 Schaden. Den kann man erstmal lassen. Er bleibt hier immer so in der knappen Distanz, wo er selber gespottet wird. Aber bisher geht es ja gut aus. Ja, und da haben die zwei Torpedos gut getroffen. Weg damit und damit beim ersten Kill und bei 50.000 Damage. Also dafür, dass er immer so am latent aufgehen ist, macht er das hier sehr schön. Die Kamikaze, die ist so ein halbes oder schon schwimmendes Wrack. Nur noch 900 Hitpoints und jetzt nur noch 300. Und ja, den staubt er dann doch ein bisschen ab. Aber den nimmt man natürlich gerne mit. Da tut man nicht gern lang rumfackeln. Die 300 Hitpoints, die würde ich mir auch gönnen und sagen, jo, vielen Dank. Den nehme ich mit nach Horm. Das war borisch für alle die Preisen da draußen.
gegnerische Team hat die Führung übernommen. Auf der 10er Linie, da könnte er sich gleich vielleicht was schnappen. Denn wir sehen hier die Orion und die Wyoming. Und ja, die fahren beide, ich würde sagen, vorhersehbar. Also da könnte vielleicht was funktionieren. Aber aktuell hat er jetzt eher Augen für die Phoenix und die Svetlana. Ja, die Phoenix, die kriegt jetzt natürlich schön so ran, dass er hinter der Insel ungespottet bleibt. Und natürlich dementsprechend die Tops da recht spät jetzt für die Phoenix zu sehen sein werden. Aber jetzt geht er auch gleich auf. Und das ist natürlich jetzt ein Shootout, der sich jetzt hier erstmal ergibt. Aber da sind auch schon die Tops. Und da treffen sie. Und da hat die Phoenix jetzt keinerlei Chance gehabt. Sie hätte sofort eigentlich einschlagen müssen, sobald sie aufgegangen ist. Hat sie nicht gemacht. Und jetzt hat die Svetlana ihn da auf dem Kicker. Aber in dem Fall auch kein Problem. Denn er hat ja hier den Nebel gerade noch auf seiner Seite. Oh, die Torps, die sind nicht so ganz schlecht. Aber da hat er die gut vorhergesehen sozusagen und bleibt perfekt da zwischen denen. Schön gemacht. Und jetzt will er aber hier abhauen, denn jetzt hat er hier genug. Ich glaube, es reicht langsam. Orion hat ihn hier aufgemacht. Aber auch die Torps treffen. Orion bleibt weiter einfach geradeaus am Fahren. Und auch dann schon hier sein vierter Kill mit dem 10. Torpedotreffer. Er bleibt aber immer schön nah dran am Gegner, also er tut ja nicht lang rum. Der Gegner hat sich irgendwie ganz kurios fast komplett auf die 9er, 10er Linie da gefahren. Einzig und allein die Zerstörer, die sind noch mal ein bisschen aufgeteilt, aber der Rest ist irgendwie, die knubbeln da ganz gern. Der Kartenrand scheint da eine magische Anziehungskraft auszuüben auf die Jungs. Und auch die Torps Richtung Wyoming, die schauen gar nicht schlecht aus. Also er hat hier wirklich ein Händchen für gut gezielte Torps. Der eine sitzt. Ja, da hat er dann nur... Ah, nee, nee, nee. Ah, da waren noch welche von seinem Mate. Also wenn er ihn nicht macht, dann kommen halt noch Torps von seinem Teammate, die halt dann komplett einschlagen. Kann man mal machen, ja? Warum auch nicht.
da tun einem fast die Gegner ein bisschen leid. Aber man muss auch dazu sagen, prinzipiell sein Team die ganze Zeit jetzt hinten liegend. Drei Schiffe gegen jetzt noch fünf und auch von den Tickets her ist das Gegnerteam da logischerweise gut in Führung liegend. Aber er hält hier wacker gegen. Jetzt ist er offen. Davor eben kommt ein Zerstörer. Die Minikase. Und gleich die Torps geschickt und dann weiterballern. Nicht nur die Torps, sondern ganz wichtig in dieser Situation, vergisst nicht, dass ihr ja noch... Oh, da der zweite Zerstörer. Dass ihr auch noch dann Kanonen habt, die zurückschießen können. Irgendwie, warum auch immer, das wird immer wieder liebend gern vergessen. Die Leute werden dann in solchen Situationen irgendwie scheinbar gestresst und nur noch die Torps rausbekommen. Man ist ja ein Zerstörer, der hat Torpedos, die muss man ballern. Aber die eigentlich fast wichtigeren Kanonen, die vergessen die Leute. Aber hier jetzt Richtung Isokase gehen auch seine Schüsse raus. Sehr gut. Großkaliber hat er sich geholt. Brennen tut er 1200, 800 Hitpoints. Noch 20! Das gibt's nicht. Komm, triff! Ja, und die Krake und die 20 HP, die hat er sich jetzt auch nicht nehmen lassen. Und jetzt natürlich die Minikase von hinten macht da weiter. Aber er selbst hat auch noch 2000 HP. Konnte da nochmal ein bisschen treffen. 2 gegen 4 Schiffe jetzt. Jetzt wird er hier auch noch durch die Flieger aufgedeckt. Das ist natürlich nicht gut, weil in der Situation will man eigentlich mal eine Ruhe haben. Und klar, wenn dann noch eine Bombe jetzt hier gut trifft, dann war es das auch schon. Torpedos voraus. Oh, der Torpedo, der ist gar nicht schlecht in die Richtung gekommen, aber da war jetzt noch keine große Gefahr. Die Bogue, die sollte er sich schnell schnappen. Wobei die gut von der Minikase jetzt beschützt wird. Und da hat er jetzt also nochmal einen Brocken vor sich und auch die Wyoming, die da die ganze Zeit in der Nähe der Bogue bleibt, weil die wissen natürlich, okay, unser Flugzeugträger, der wird gewissermaßen unsere Lebensversicherung sein. Bleiben da also jetzt gut dabei, gut zusammen. Das macht das Gegnerteam jetzt wirklich clever und smart. Mal ein paar Torps rausgeschickt. Natürlich langsam wird es auch ein Zeitthema. Noch 4 Minuten. Jetzt bekommen die da hinten auch noch Rauch. Also das gegnerische Team ist da wirklich nicht doof. Das muss man ganz klar mal sagen.
Oh ja, da hat er noch... Oh! Da hat er den Flugzeugträger, die Bogue, ordentlich erwischt. Also, das ist natürlich jetzt vielleicht so ein kleiner Gamechanger. Denn Luftaufklärung gibt's nicht mehr. Aber die Isokase aus seinem Team nur noch 224 HP. Die Minikase hält da auf jeden Fall drauf. Aber ticketsmäßig schaut jetzt gar nicht schlecht aus. Die sind jetzt nur noch 13 hinterher. Sofern natürlich... Okay, ich habe nichts gesagt. Sie sind knapp 90 hinterher. Zwei Minuten 50, das ist, wird hier ein knappes Höschen. Und der will natürlich jetzt auch nicht zu sehr und zu nah ranfahren. Die Wyoming, die will er jetzt auf jeden Fall noch sich gönnen. Hat hier den Rauch jetzt da zur Hilfe, dass er da auf jeden Fall mal nicht aufgeht. Problematisch natürlich an dem Rauch, dass jeder auch weiß, wo der Rauch ist und auch dementsprechend weiß, wo er in etwa sich befindet. Ist ihm jetzt erstmal wurscht. Noch 1 Minute 55. Und jetzt ist er auch entdeckt. Aber die Wyoming da gar nicht in Bewegung. Ist die jetzt AFK? Schüsse jetzt von der Minikase und er nur noch 627 HP. Ich glaube, dass die Wyoming da in der Tat AFK ist. Die ging ganz knapp drüber. Und jetzt will ich mal schauen. Wenn die Wyoming AFK ist, wie viele Tickets gibt es? Wie viele Tickets gibt die Zerstörung? Die Torps kommen ja perfekt, klar. Bewegt sich nicht, ist ja nicht so schwer zu treffen. Und durch ist er. Und damit geht es den Tickets technisch in Führung. Sein siebter Kill. Und jetzt sollte er einfach nur weg. Einfach nur weg. Und der Gegner sagt, hätte ich einen einfach nur geteamkillt, dann hätte man gewonnen. Weiß ich gar nicht, ist dem so, wenn man sein Teammate killt, dass die Tickets bestehen bleiben. Aber wie gesagt, Junge, jetzt wegfahren. Und der Gegner schreibt es auch hier von dem. Das ist nämlich der in der Minikase. Und der will jetzt natürlich jagen. Er kann jetzt, hat keinen Motorboost mehr, mit dem er wegkommt. Sondern er muss es einfach hier machen. Und die sind so knapp. Die sind alle so knapp. Aber die letzten Sekunden gehen hier ins Land und damit hat er es geholt. Für sein Team hat er den Sieg hier eingefahren. War eine schöne Runde mit einem kuriosen Ende, aber ab und an, sowas gehört halt auch mal dazu, ein bisschen Glück. Und damit bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Let's Play World of Warships mit eurem Alcaramba.